Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Lost Island mit Jubro Hallo. und unseren Schulterdino, den nicht Hallo sagen kann. Schulterdino, der Name ist mir zu schwer. Sinomakrops. Ich würde sie Sina nennen. Nein, Wieso nicht? weil sie einen anderen Namen kriegt. Dann gib ihr ein. Ja, ich bin gerade dabei. Name ändern. Fällt auch gerade keiner ein. Das mit Sina. Nein! Der würde aber zu ihr passen. Nein! Doch. Würde er. Believe me. I'm professional. Jetzt heißt es Layla. So. Ja, Layla passt natürlich überhaupt nicht. Doch, passt. Oh, schreibt mal in die Kommentare, ob Sina oder Layla besser wäre. Sina heißt es auf gar keinen Fall. Das passt doch zu ihrer Rasse, Nein, zu ihrer das ist Art. Layla. Feierabend. Du kennst irgendeine Sina, die du nicht magst, ne? Ja. Merkt man das? Nur wenn man dich gar nicht Kennt. kennt. Ja. Stego verpustig. Ich werde demnächst so viel zähmer, nenn ich Sina. Und dann ist es männlich. Egal. Jo, ich komme. Oh Gott, ich komme mir vor wie bei Peter Pan. Wieso? Weil ich ja dort angeflogen komme. Ja, ich möchte halt nie erwachsen werden. Hast du was dagegen? Hier, guck mal, ich habe wieder Wände für dich. Hier, gesponsert. Danke. Von wem? Von Layla. Mein Sina. Layla! Ärgert mich gerne. Wenn das noch nicht Ich aufgefallen ist. finde einfach, da würde besser passen. Ja, dann kannst du kannst ja deinen nennen, dann wie du willst. Und ist es ein Mensch, nennst du ein Sino oder was? Nee, nenne ich dann hasse dich. Ich hasse dich. I Wünschte, du hate wärst you. ein Mädchen. Das ist Wollte aber, ich ne? wollte lieber eine Tochter. Oh. Du bist ja böse. Das Nur kleine gnadenlos ehrlich. Tier hat dir nichts getan. Oh, jetzt kann ich nicht mal springen und fliegen. Toll. Weil ich wieder zu fett bin. Aber Ich hey. habe auf Amazon habe ich gesehen, wenn man Leute wirklich hasst, ne, Ja. dann kann man da tatsächlich einen Weight Watchers Weihnachtskalender bestellen. Alter, wer schenkt denn jemanden Weight Watchers Weihnachtskalender? Wie assi kann ich denn sein? Es gibt wahrscheinlich Menschen, die so assi Boah, sind. wie bitter. Ich würde mir sowas noch nicht mal kaufen. Ja, aber ganz ehrlich, Sind wieder in wenn meinem wir. Tier. Dann kündigst du doch die Freundschaft, oder? Ja, nicht nur die Freundschaft. Wenn es ein Freund ist, also die feste Beziehung, dann definitiv auch die Beziehung. Da kann er direkt zu dir sagen: Hier, du fette Sau. Ja. Frohe Weihnachten. Ist nicht so viel, sonst wirst du noch dicker. Hör lieber auf, du schwabbelst schon, oder wie? Ja. Aber hey, eigentlich hat eine Frau immer einen Anteil an Fett, ne? Eigentlich. Gibt auch Sachen, also sowas verschenkt man nicht. Ja, aber ich sag ja, nur jede Frau hat eigentlich einen gewissen Anteil an Fett. Ja, wenn sie den nicht Allein hat, dadurch, dass sie Hupen hat. dann jammern die Männer auch. Ja, ich weiß, es gibt auch Männer mit Tittis. Das sind ja Männer-Tittis. Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich den ganzen Tag meine Hupen in der Hand. Ja, das sind typische Männer. Als Frau sind die komplett uninteressant, ey. Naja, aber nicht bei jeder Frau. Ja. Ich habe schon genug Frauen ge gesprochen, die auch sagen, dass sie gerne auch mal mit ihren Bubi spielen. Ja, toll. Also ich habe am Tag noch was anderes zu tun, als mit meinen Möpsen zu spielen. Ja, ich habe auch nicht den ganzen Tag mein Ding-Dong in der Hand. Dann Schwengel? Ja, aber schon so 10, 20 Mal. Immer wenn du dann auch, immer wenn du aufs Klo musst, ne? Jetzt aufgehen, ich aufs Klo. Du schon.
Ja, sorry, Meerschweinchenblase. Man muss den ab und zu halt mal richten. Ja, das Problem haben wir Frauen nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich als Frau habe das Problem, ne? Dass ich ab und zu auch meine Boobies richten muss. Wenn beim Bücken was rausrutscht, weil der BH gerade nicht ganz so passend ist, wie er sein sollte. Ich habe auch schon die Arbeitskollegen gehabt, die vor mir stehen und auf einmal in ihr Shirt reingreifen. Ich gucke sie nur so an. Die so, ja, mein Piercing. Ach so, sag ich, okay. Ja, das habe ich ja nicht, also von daher. Jumbo, es kann jetzt ein bisschen dauern, so ein Vierteljahr, bis ich da bin, ne? Ich habe da ja kein Piercing, deswegen. Das einzige Piercing, was ich besitze, ist mein Unterlippenpiercing. Ich habe gar kein Piercing. Oh, ich brauche ein Tattoo. Ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt. Ja, musst du ja auch nicht. Ich war mal in einer Beziehung, die hat sich gewünscht, dass ich mich piercen lasse. Und ich habe sie gefragt, ob sie das noch an einer Waffel hat. Also ganz ehrlich, entweder man nimmt einen Menschen so, wie er ist, mit und ohne Piercings. Ja, man kann ja fragen, aber... Ja, nein. Aber nein, also sowas würde ich nur nicht mal fragen. Also das sind so, was Sachen... Jeder soll machen mit seinem Körper, was er möchte. Und hättest du schon längst eins haben wollen, hättest du eins. Ich... Wie heißt das? Prinz Alfred oder sowas? Keine Ahnung. Weiß nicht. Brauchst du Wände? Oh, ich bin zu langsam. Im Moment nicht. Oh. Kannst mal ein paar Doppeltürrahmen herstellen. Ja, gleich, wenn ich meine Wände abgeliefert habe. Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Ich will ja jetzt auch nicht alles aus Stein bauen. Nein, ich auch nicht. Weil wir müssen ja noch irgendwo rausgucken können. Hallo, was möchtest du? Die Wände. Ein paar Türrahmen. Die habe ich jetzt noch nicht. Ich habe 52 Wände gebaut. Ja, ist okay. Mann! Männer. Tschüss, bin mal wieder weg. Ich geh mal wieder bauen. Komm, wir fliegen mal wieder. Hui! Weiß auch noch nicht, in welche Richtung ich baue. Das ist ja das Schlimme. Was, wer? Weiß noch nicht, in welche Richtung ich baue. In alle. Ja. Das wird ein Stern. Auf welche Form das irgendwann mal annimmt, ich weiß nicht. Solange wie es nicht komisch aussieht, ist alles. Ich muss mal hochfliegen. Aktuell sieht es leicht komisch aus. Das sieht jetzt wieder aus wie ein Dildo, oder? Was? Nein, das habe ich nicht gesagt! Das kommt jetzt von dir! Also die Form ist schon. Leicht zweideutig, oder was? Nein. Also, nee, das sieht jetzt nach keinem Geschlechtsteil aus. Noch nicht. Das sieht interessant aus. Ja, interessant ist gut. Wie viele Doppeltürrahmen brauchst du denn? 3, 4, 6, 8, 10, weiß ich, 12 für den Anfang. Gut. Ich kann auch 12 Türen bauen, passt schon. Wie er da oben hängt, ey. Ja, von oben habe ich nur mal besser einen Überblick. Auf deinen tollen Bau. Das ist ziemlich krumm hier. Ich guck mir das jetzt auch mal von oben an. Ja, mach mal. Das sieht toll aus. Nein! Ja. Boah, aua. schnell die Taste wieder gedrückt. Hallo, Jumbo! Hallo. Hier, du wolltest die Doppeldinger. Doppeldinger, genau. Doppelding. Jumbo! Was denn? Also, ich bin froh, dass ich immer das auf nicht kinderfreundlich mache hier. Das ist nämlich auch nicht kinderfreundlich. Alles so oft, alles zweideutig angelehnt hier. Ach, du nimmst gerade auf. Ja, natürlich nehme ich gerade auf. Warum sagst du mir denn? Das habe ich doch gesagt. Aber ist ja nicht schlimm, wir hatten schon andere Unterhaltungen in der Folge. Eigentlich ist es so meist immer zweideutig. Tschüss, Leila und ich fliegen. Warum habe ich die falsche Hose an? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wo? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich wollte gerade sagen, du hast mir meine Flakhose geklaut. Nee, aber die habe ich noch.
Ich habe übelst Spaß mit dem Tier. Okay, das Einzige, worauf das Tier eigentlich leveln muss, ist Ausdauer. Können wir sie wieder leveln? Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie süß das aussieht, wenn sie gelevelt wird. Guckt euch das mal an! Und wenn sie frisst, sieht sie nicht ganz so süß aus. Wie süß sie hier rumspringt, oh Gott, ist das niedlich. Hier fühlt sich wieder wie bei Peter Pan. Hey! Hey! Einmal durch die Tür geflogen. Also du wolltest jetzt nicht nur aus Stein bauen. Nee. Sondern obendrauf dann wahrscheinlich aus Glas. Wie letztes Mal. Sagen. Ja, weiß ich nicht. Dann baue ich erstmal keine Dingswände mehr. Hier vorne packen wir Stühle hin zum Angeln. Du kannst auch schon ein paar Beete bauen. Beete. So. Beete. Die groß? Jojo. Mach euch 8 große. Ach. Egal. Oder 4 große und kleine, 8 kleine oder so. Mir egal. Mir auch. Wir brauchen die eh nur am Anfang. Oder wir machen halt einfach nur die Medium. Nee, die gehen nicht. Die gehen nicht. Oh, jetzt bin ich verladen. Dann baue ich 8 große. Ich muss überladen. Jetzt packe ich wieder was in deinen Vogel rein, weil der wieder näher dran steht. Ja, also wie ihr seht, wir sind fleißig. Der Jubo mehr als ich, aber passt schon. Das stimmt gar nicht. Was? Doch. Wenn ja nur hier rum und. Ja, aber du. Hier nur wieder was. Ja, du platzierst. Also du bist hier der Basebauer und ich bin nur der Randscheffler. Auf welchem Level bin ich jetzt schon? Okay, ich bin auf Level 79. Jubo, wie viel handwerkliches Geschick hast du? Ja, okay. Dann wissen wir also, dass ich die Sachen baue. Ja. Die Beete sind in deinem drin. Soll ich dann gleich mal rumfliegen und gucken, wo ich Metall und so kriege? Willst du durch? Kannst du machen. Du kannst aber auch. Nein, ich hole das nicht auf unserer Base. Nein, weißt du, wie lange ich unterwegs bin? Ja, genau so lange wie ich. Ein Vierteljahr. Ja, bei mir geht das auch nicht schneller. Doch, du hast einen Highspeed-Vogel. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Aber du kannst auch, Richtung wenn du Vulkan, willst, ne? Nach einem Dungbeetle suchen. Ja, weil ich jetzt sowieso zum Dings fliege. Genau. Ich guck mal, ob ich einen Kackekäfer bin. Den müsste ich aber ungezähmt mitbringen, ne? Warum? Weil ich nur Scheiße mehr hab. Ja, ich hab hier auch keine. Natürlich, ich hab dir eben Scheiße in deinen. Ich hab die in deinen reingelegt. Dein Ernst? Die hab ich, glaube ich, rausgeschmissen. Du hast sie in meinen gelegt. Nein, ich habe sie rausgeschmissen. Nein, die ist doch noch hier drin. Oh, Jubo. Ja. Perfekt. Das hat er mit Absicht gemacht. Ich kenne ihn ja schon.
Eine Weile. Ein Weilchen. Oh, ja. Jetzt wünschte ich mir aber, dass ich meinen Sinoceratops. Warte mal, wie heißen Sino. Makrops. Sag doch einfach Sina. Nein! Der heißt ja Sino Makrops. Ah ja, AFK klingelt. Ding dong. Klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann. Entschuldigung, ich hab Spaß. Kann's auch mal passieren, dass ich singe. Und wir fliegen über die Insel. Warum brüllt das denn hier heute so? Also wir müssen jetzt noch Metall suchen und nach Kristall. Ist kein Kacke-Käfer. Warum habe ich für das blöde Gefühl, dass es diese blöden Kacke-Käfer nur da unten in dieser komischen Schlucht geben wird? Sind sie erst beschäftigt? Ja. Ups, sie sind tot. Tja, tja. Aber hier habe ich noch keinen Kristall gefunden. Und ich will auch nicht zur Wibbernschlucht. Ja, alles gut, mein Kleiner. Ich passe auf dich auf. Ich wäre so traurig, wenn der jetzt sterben würde. Mal rein theoretisch müsste es ja hier auch Kristall geben. Alles gut, mein Kleiner. Alles gut. Aber ich habe hier noch ganz viel Schattchen drin. Okay. Wie wird das denn hier immer so? Jetzt mal ganz kurz für einen Moment neugierig. Nein, die kann man nicht erfassen. Hätte ja sein können. Alles gut, mein Kleiner. Wir fliegen schon weiter. Okay. Okay. Ich frage mich, ob der jetzt wirklich schreit, immer wenn irgendein gefährlicher Dino bei uns ist. Oder aber, ob das, einfach so ist, wenn wir
Ja, dass er halt einfach so schreit. So. Aber ich lande jetzt mal hier. Und da kommt nämlich auch schon das Signal. Folgenende. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.